Also, meine Damen und Herren, zum nächsten Unboxing auf diesem Kanal läuft dann alles perfekt. Nämlich, boxen wir heute an, Essensgut und Überrasch. Das ist schon das erste Teil, weil, weiß nicht warum, so sieht's aus. Nicht wundern, hier hin, hier, hier sieht, Spiegel der Kamera, da. Hier ist gerade eine Atomexplosion im Hintergrund, deswegen nicht wundern. So sieht's aus. Hab leider keine bessere Kamera. Ihr wisst, wir packen alles auf. Wir packen alles aus. So. Dann muss ich erstmal kurz gucken wegen den Codes, warum ich sie halte. Ah. Wir haben einmal. Wir haben eine Bonusquest. Die 40 Räuber, eine Bonus-Nebenquest, vielleicht auch größerer Part der Story, ich weiß es nicht. Hier ist noch was. Und dazu digital, steht hier, digital, eine Musik-Ding. Sorry, ich kann meine Hand nicht stillhalten. Das macht natürlich meinen Bildschirm einen Abgang. Moment. Ich liebe das immer. Auf jeden Fall sind dabei ein Reittier, ein Vogel, Rüstung, Waffen. Den Rest erkenne ich nicht. Sieht aber wahrscheinlich wieder Artbooks oder irgendwas anderes. Lass mich das einmal wieder zusammen machen, weil sonst wird es hier ein bisschen eng. Xbox Series X Edition natürlich. Jetzt kommen wir zum Prachtstück natürlich von dem Ganzen. Nämlich die Box. So sieht sie aus. Ist ganz schön groß, wenn sie mit mir vergleicht. Ich habe zwar einen größeren, aber egal. Erstmal wieder gucken, wie diese Box aufmacht. Da fresse ich auch so ein bisschen Pappe. Okay. Machen wir natürlich außerhalb, dass ihr das nicht seht, schon alles. Eine wunderschöne, wie heißen die Dinger? Steelbox, glaube ich. Richtig, ich liebe Steelboxen. Ich wollte mal sowas schon immer sammeln. Vielleicht fange ich jetzt doch damit an. Na gut, vielleicht ist es so. Ist nichts anderes als eine besondere Hülle, wo man das Spiel reinlegen kann. Naja, ich sag mal so, das sieht halt besser aus als das. Dann haben wir hier einmal die Soundtracks von Assassin's Creed Mirage. Ganze 5 Stück. Ich bin begeistert. Das hat eine CD drin. Jetzt muss ich gucken, wie ich das hier rauskriege. Also ich kann es auf jeden Fall zeigen. So, wenn ich mal wegrutsche. Ich weiß noch nicht, wie ich das rauskriege. Okay, fangen wir damit an. So, jetzt wird mir alles auseinander. Oh ne. Ja, eine Karte von Bagdad. Ich krieg diese Scheiße nie wieder zusammengepuzzelt. So sieht die Spielwelt also aus. Hier nichts. Ein bisschen groß. So sieht sie aus. Hier unten ist irgendein Gebiet. Hier ist die große Stadt, wo es spielt. Ganz oben ist noch irgendwas. Dann haben wir noch ein etwas größeres Abteil von Wüste. Da oben ist der Tempel der Assassinen, den man aus Teil 1, ich glaube, Revelation noch kennt. Ich glaube, im Prototype kam der nie vor. So, jetzt fängt halt der Spaß an. Weil es ist nicht möglich, diese Karten wieder zusammenzufalten, wenn man sie einmal entfaltet hat. So wie sie halt im Ursprung waren. Weil so sah es nicht aus, aber ich krieg die Karte nicht ein.
Ich finde sowas nicht geil irgendwie. Ich weiß nicht, ich mag diese Karten nicht. Ich bin kein 10-jähriger Teenager mehr, der sich diese Dinger gerne irgendwo hinklebt. Dann haben wir Artbooks. Ein kleines Bilderbuch. Gucken. Sehr, sehr schön. Zum Beispiel hier. Die Dunkelheit. Also, ich versuche es euch mal grob zu zeigen. Hier sind jetzt ein paar schöne Konzeptzeichnungen drin. Ich nehme mal grob ein paar mehr mit. Ganz nett. Kann man so ein bisschen sehen. Moment, meine Nase juckt. Ich weiß nicht, ob da noch was Interessantes kommt. Außer Spielumgebung. Hier habt ihr noch ein schönes Bild. Kann man machen. Muss aber nicht. So, was haben wir jetzt hier? Zig Einzelteile. Und hier kommen wir schon zum Hauptstück. Die Figur. Gucken. Lass mich kurz einmal hier ausschneiden. Ich hab Angst, dass mir irgendwas runterfällt. Einfach ganz vorsichtig wie ein Kondom abziehen. Hier ist auch noch so ein Teil. Keine Ahnung, was das ist. Ah, okay, ich sehe schon. Ich kann gleich wieder rein. Ich hab hier so ein. Ich nehme an, das ist wahrscheinlich das Assassinenabzeichen dann. Mit. Hier so eine Haftklammer, könnt ihr euch schön ins euer Herz reinjagen. Hier ist die Figur. Ich weiß nicht, ob sie bewegliche Teile hat, teilweise. Sorry, ist so groß. Ich habe noch als Vergleich die aus der anderen Collector's Edition von Valhalla. Wenn ich sie jetzt so nebenan stelle, ist die eindeutig größer. Cool sieht sie trotzdem aus. Sie sieht trotzdem cool aus. Ich weiß gar nicht, wo ich den ganzen Kram hinstellen soll. Machen wir wieder bei Payday. Stellen wir so kurz die Rest der Folge hier hin. Ich überlege gerade, wie war denn der Preis? Wenn ihr mich kurz gucken lässt. Ich schaue mal kurz nach, ja. So, ich habe immer recherchiert. Sie hat 150 Euro gekostet. Damit kostet sie 50 Euro weniger als von Valhalla. Die hat 199 gekostet. Die 149,99. Ich muss sagen, ich fand im Endschluss jetzt die hier besser. Aber aus einem ganz einfachen Grund. Da hatten wir noch so andere Sachen drin. Da gab es hier diese. Das ist mir mittlerweile hinter die Couch gefallen. Da, ihr seht sogar. Ich fand zum Beispiel dieses Echtzeit-Zertifikat echt cool. Die Box war ein bisschen kleiner, weil ich das irgendwo ins Regal zu stellen. Also Platz hätte ich theoretisch. Ihr seht ja auch da, habe ich ja noch von The Elder Scrolls die Sachen stehen. Karte kann man machen, muss aber nicht. Das ist. Wie gesagt, ich bin aus dem Alter raus, wo ich mir diese Scheiße an die Wand klebe. Musik-CD interessiert mich nicht. Die kann man sich meistens eh dann spätestens morgen kostenlos auf YouTube anhören. Steelbook, ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Irgendwas mit Steel war es, glaube ich. Finde ich cool. Haftzwänger werde ich mir bestimmt da irgendwo ins Regal irgendwie so reinlegen oder so. Was hatten wir denn noch? Ah ja, Artbook. Artbooks finde ich ganz okay. Das stört mich tatsächlich nicht, in welche drinne sind.
Sowas kann man sich auch toll ins Regal stellen. Also so, wie ich es da hinten gemacht habe. Einfach so irgendwie ins Regal so anlehnen. Sieht bestimmt auch cool aus. Noch irgendwas. Naja, unaltes Spiel. Wie gesagt, die Musikding und Karte ist nicht so meins. Es gibt bestimmt Leute, die feiern sowas und kleben sich sowas gerne an die Wand. Bei mir fliegt das dann wahrscheinlich eher in den Müll. Und das war's auch schon. Also weniger drinne. Nee, ich glaube, genau. Ich glaub, war sogar mehr drinne als bei Assassin's Creed Valhalla. Nichtsdestotrotz, ich finde es cool. Stelle ich mir gerne ins Regal. Ich weiß nicht, ob dieses Jahr noch eine Unboxing kommen wird. Da ich jetzt bald umziehen werde. Genau. Das Let's Play zu dem Spiel wird, ich glaube, morgen, also für euch morgen, also der 5. oder der 6. kommt die erste Folge von Assassin's Creed Mirage. Mirage, mal gucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt doch in die Kommentare, was ihr von der Box gehalten habt. Ob es für euch, sage ich jetzt mal, ob es sich für euch gelohnt hat oder eher weniger. Für mich ist in der Box das Wichtigste, das Spiel mit allen Erweiterungen und die Figur. Ich habe jetzt hier hinten extra dafür die Figur rausgenommen, weil ich sammle gerne Figuren. Ich kann es euch mal kurz grob zeigen. Ich versuche gerade jetzt. Da oben. Da oben steht, also ganz hinten seht ihr auch noch links von euch, glaube ich, noch die meine Payday-Maske. Die habe ich da oben aufs Regal gestellt. Ja, erstmal Erdbeben machen, ja. Fall nicht um. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon gehalten habt. Sofern sehen wir uns dann im nächsten Let's Play oder beim nächsten Unboxing und somit auf Wiedersehen.